Ja, servus, hallo, zu einer neuen Folge aus der Sudküche. Heute gibt es ein besonderes Video, nichts mit Schafe, nichts großartig. Und zwar habe ich ja gestern meine Felge gerät. Die habe ich ja dann gestern, nee, vorgestern habe ich die Felge gerät, vom Pulver beschichtet, habe sie dann gestern zusammengebaut und ein Kollege von mir hat sie dann noch aufgezogen und ich habe sie jetzt drauf gemacht. Problem habe ich, dass die ET30 vorne ohne Spurplatte am Fender B anstehe. Jetzt habe ich 5 mm Distanzscheibe drunter, weil die Spurplatte, die 5 mm, habe ich bestellt, die kommen noch. Das funktioniert und muss nur gucken, dass ich das Auto gerade kriege für den Sturz in zur Stelle, um das alles nochmal zu machen. Und heute in dem Video geht es darum, ihr seht es jetzt im Hintergrund, das Auto ist geputzt, habe ich gestern Abend raus geputzt, abgerippt, alles mit Handgewisch. Endlich was richtig gut glänzt, ist die Haube. Aber ich nehme euch kurz mit raus, dann fahre ich das Auto mal raus und dann gehe ich mal mit euch drumherum und dann könnt ihr euch das angucken. Dann sehen wir, wie weit ich im Moment bin. Und morgen geht es dann an die Stoßstange-Ecke, die fertig zu machen, die Stoßstange-Halterung fertig zu machen, dass das fertig ist. Weil ich habe mich nämlich dort dafür entschieden, dass die Verbreiterung gefüllt bleibt, bis das komplette Kit fertig ist. Nicht, dass ich nochmal am Radlauf irgendwas ändern muss, wie es jetzt auf der Fahrerseite war. Da habe ich nochmal leicht nachgeschliffen und das will ich halt nicht machen, wenn es lackiert ist. Also bleibe die jetzt erstmal gefüllt. So, aber wenn ihr Bock an das zu sehen, bleibe einfach dran. Verbreiterung komplett vorne ist auf beide Seiten so weit bis auf die Stoßstange-Ecke fertig. Stoßstange-Ecke muss ich dann noch fein schleifen und füllen. Und was man jetzt sieht, muss ich hier im Dämmbereich und da ganz leicht die Rundung noch anpassen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich bin sogar im Überlege, die Rundung ein bisschen höher zu schleifen und hier vorne von der Stoßstange-Ecke, das muss ich dann auch noch anpassen, dass das gleich ist, vorne und hinten, aber da habe ich auch gesagt, das mache ich erst, wenn alles fertig ist und die Felge drauf sind. Ist halt jetzt ungewohnt, weil vorher waren ja 9x16er drauf, vorne und hinten 10x17er. Jetzt habe ich vorne 10x17 ET30. Also ET25 mit einer 5 mm Spurplatte und hinten habe ich ET, also 10x17 ET20 mit 20 mm Spurplatte pro Seite. Das ist ET0. Die wurden damals also ingetragen, allerdings noch mit einer anderen Achse. Na, die Achse ist nämlich hier breiter. So. Und ich finde, wenn ich hinter das auf die Breite rausgehe, gibt es richtig schöne. Also das passt richtig gut zusammen, weil die Breite hier ist zwar jetzt gleich, aber vorne wird es immer breiter. Und hinne ist schon ein gut Stück, wo der breiter wird. Gegenüber von vorher. Und da will ich dann genau hier zwischen Felgekant und Anfang von der Profilkante will ich dann kerzegerad hochgehen, so wie vorne leicht schräg. Und denke, dass ich dann, sage ich mal, bis daher rauskomme. Ja, da muss ich mal gucken, wie ich die Form mache, wie das alles passt. Muss jetzt die Tage vorne die Kotflügel noch lackiere, wenn das klappt. Die vom Schweller die Halterungen hier mache, wie drüber. Und ja, wenn die Stoßstange-Ecke dann fertig sind, angefüllt sind, so wie da, und der Radlaufverlauf angepasst ist, dann ist eigentlich vorne rum fertig, außer das Lackiere.
Und dann geht's, wenn das fertig ist, an hinne. Da muss ich noch gucken, wie ich das komplett mache. Aber ich denke, sobald vorne fertig ist, alles, die Verbreiterung, die Graube, die bleibt komplett. Die Tlänen, die Stoßstange-Ecke werden fertig gemacht. Wenn er gefüllt, dann bleiben die. Und dann wird der Kotflügel hier oben wird, leicht gespachtelt und lackiert. Und die bleiben halt erstmal in Grau, bis alles fertig ist, bis hintenrum fertig ist. Also das komplette Kit, was ich mache. Aber ich finde halt die 10-mo-17 rundherum in Schwarz mit einer Chromschraube und das Weiße auf dem Reifen finde ich eigentlich richtig gut. Das passt zu der Gesamtoptik, die ich später haben will. Und bin halt jetzt gespannt, wenn der Kotflügel lackiert ist und die Stoßstangen vorne rum und ich dann weitergehen kann nur hinne. Das war's von heute. Ganz kurzes Update, wie weit ich bin. Im Hintergrund sieht man es. Ich habe das Auto wieder ringefahren, weil es fängt nämlich gerade wieder an zu regnen. Und morgen mache ich die Verbreiterungen vorne. Ne, morgen mache ich erst einmal die Schwellehalterungen fertig, dass ich die Verbreiterungen vorne abmachen kann, auf die Seite stellen kann, bis ich soweit bin. Dann werden die Stoßstange-Ecke gemacht, die Stoßstange-Halterung wird gemacht. Dann muss ich ja noch vorne in der Mitte über dem Ausschnitt vorne, hier, von rechts, nur links, ja, nur links, eine Verbindung mache, wo das halt, weil ja das alles ausgeschnitten ist. Und ja, wenn die Stoßstange-Ecke dann soweit sind, nee, ich lasse die einfach drauf. Ich lasse die drauf, mache die Stoßstange-Ecke fertig und die Stoßstange-Halterung fertig. Klingt noch ein guter Plan, weil ich die Stoßstange-Halterung zum Instellen machen will. Das heißt, von der Breite her, dass ich die Ecke von der Stoßstange rein oder raus machen kann, dass es außen mit der Form hier genau bündig abschließt. So, soweit das. Und hoffe, dass der Radlauf hier komplett passt. Ansonsten tue ich dann in der Höhe weiter ausschneide. Er muss nicht ganz runter bis aufs Profil geht von der Seite an sich. Er kann ruhig ein bisschen Luft haben. Das ist gar kein Problem. Nur es sollte halt von einem Gesamtbild stimmen. So. Aber habt noch viel zu tun. Es sind noch viel Kleinigkeiten. Und da gehe ich jetzt dran. So, das war's von heute. Wenn es euch gefallen hat, teile, like, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin.